Es ist ein Puschlitz. 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 Puschlitz, 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 Puschlitz. Puschlitz. So, da sind wir wieder zurück. Ich habe jetzt ein kleines bisschen scheiß Husten. Ein kleines bisschen Zeit verstreichen lassen, weil ich absolut keine Ahnung hatte, was ich mehr euch erzählen sollte. Wie ihr seht, sind wir wieder im Hafen von Lüchtewälder angekommen und ich werde jetzt definitiv aussteigen. So. Juhu! Britsch! So, guten Tag, Foka Abramova. Hast du mir was mitzuteilen? Willkommen in den lichten Wäldern. Ach nee, mehr nicht. Hast du was mitzuteilen, Vera Shilova? Ah, du hast was zu tun für mich. Willkommen in Novograd. Bin ich jetzt da? Ja, tatsächlich, das ist der Novograd-Hafen. Ich dachte eigentlich, ich müsste dazu noch ein gutes Stück weiter, aber offensichtlich habe ich mich mal wieder in der Geografie aber sowas von getäuscht. Aber egal. Das gehört zum Lernprozess dazu. So, was muss ich für dich tun, Vera? Sprecht mit Maja Korachkova, der Wirtin im Gasthaus. Da wollen wir doch das mal gerne für dich tun. Aber erst alles der Reihe nach. Wir müssen ja noch berichten, und zwar dem Stadtamtsminister oder wem auch immer. Endlich können wir der Kugel der Glücklichkeit wieder folgen. Hier ist auch eindeutig mehr geboten. Schaut euch mal dieses Stadtleben an. Sensationell. So, wo geht's lang? Hier ein paar Schleichwege. Wir nehmen natürlich immer nur Schleichwege. Guck mal da, wie viel Gesindel hier rumsteht, ey. Gesindel, oh mein Gott. Sieht aber durchaus ansprechend aus. Schöner großer Stadtplatz, muss ich schon mal zuheben. So, da ist ein Bettler. Der hat offensichtlich auch was zu tun für mich. Soll ich jetzt für dich betteln gehen, oder was? Da kommen wir auf Garantie später nochmal drauf zurück. Jetzt sind wir in Kania, Novograd Handelsbezirk. Guckt euch das an. Tipps für Neulinge, Emotes. Da kann ich Gefühle ausdrücken, gut zu wissen. Jetzt sind wir erstmal hier. Guten Tag. Ich berichte dir von meiner Reise. Sie war lange und beschwerlich, weil ich die Ausfahrt verpasst habe. Aber immerhin lohnt sich das, denn ich krieg ein paar Lederstiefel. Und natürlich Erfahrung. Und so wie ich dich kenne, Angestellter des Stadtamts, hast du direkt wieder was zu tun für mich. Ja, na klar. Sprecht mit Stefan Ukanov, dem Beamten des Stadtamts in Novograd. Schauen wir mal, was der zu melden hat. Aber erstmal haben wir hier, sprecht mit Homer de Delis, dem Portalhüter in Novograd. Da wollen wir doch mal hin. Und hier gibt es so viele Gestalten. Ich glaube, hier wird es mir dann wieder mal an Quests nicht mangeln, liebe Freunde. So, während wir jetzt unterwegs sind, nutze ich mal ganz kurz die Gelegenheit für eine wichtige Durchsage. Achtung, Achtung! Wie ihr mit Sicherheit aufmerksam meinen Kanal schaut, das war jetzt geiles Deutsch. Ich bin schon da. Wir verschieben die Durchsage auf gleich. So, Belohnung kassiert. Vielen Dank. Und du hast gleich auch mich mit einer weiteren Aufgabe ausgestattet. Geht zu Aidenuns Turm in der Stadtmitte von Novograd und sprecht mit dem Geheimnishüter Ljubomudr Somov. Dein Wunsch ist mir Befehl. Erstmal ein Blick in die Geheimnishüterei. Geht zu Aidenuns Turm in die Stadtmitte und sprecht bla bla bla. Ja, wissen wir ja. Ach nee, Stadtmitte? Ich komm nicht hin, egal, dann gehen wir halt zum Minister. Komm ich auch nicht hin? Was soll das? Ich bin gerade verwirrt. Äh,
Ich kann von dir Sachen kaufen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das sind lauter Hämmer. Kann ich damit was kloppen? Nö, das ist mir jetzt hier zu schwofig. Ich gehe erstmal aus der Ausgangstüre wieder raus. Und guckt euch das an, ey, was ihr hier alles drücken könntet. Hast du Post? Post abrufen. Ich habe ein Brief, ein Geschenk, eine Überraschungskiste. Cool. Alexei Postov. Na, der Name passt zu dir. Elisabeth Barishev. Eine Wahrsagerin. Kannst du mir die Zukunft erklären für die 6. Stufe? Ich sehe es ganz deutlich. Ihr erkundet unser schönes Novigrad bis in den letzten Winkel. Ich werde Ihnen wichtige Elfen und einen fröhlichen Gibberling treffen, die euch eine wichtige Aufgabe anvertrauen werden. Lasst euch das nicht entgehen. Ich sehe, wie ihr gegen Rebellen im nördlichen Teil des Lichtenwalde kämpft. In ein äußerst bla 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 und bla 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 bla. Cool. Zu gütig, dass du mir die Zukunft vorher gesagt hast. So. Probieren wir es nochmal. Ja, jetzt geht's wieder in unser Fellknäuel. Ah nein, der navigiert uns wieder nach drin. Das gibt es nicht. Warum muss ich jetzt wieder da reinlaufen, ey? Ah, das... Was soll das? Ah, ich muss hoch. Schauen wir mal, was da passiert. Ah, ich gehe wohl jetzt gerade in die oberen Etagen vom Stadtamt. Geht aber ganz schön auf, da. So. Hallo. Bla bla bla. Ich spreche mit dir. Grüß Gott. Und kassiere dafür knackige Belohnung. Und er hat auch eine weitere Aufgabe für mich. Gib dem Hüter der Geheimnisse diese Stoffschärpe, um einen besseren Gegenstand zu erhalten. Wollen wir doch gerne machen hier. Wir spielen gerne Taxi für alle Leute. Kann ich das jetzt hier auch tun? Ja, geht jetzt auch. War wahrscheinlich auch hier irgendwo oben. Oder auch nicht. Er latscht gleich wieder runter. Cool. Ja, ich wollte eigentlich noch eine kurze Ankündigung machen. Für alle, die sehr fleißig regelmäßig meinen Kanal schauen. Wie ihr mit Sicherheit schon bemerkt habt, steigt die Po-Schlitze-Fanbase immer weiter. Was mich natürlich tierisch freut. Schon mal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Ich habe mich entschlossen, demnächst ein hochinteressantes Special für euch zu kreieren, das ihr alle zu sehen bekommt, ab dem Zeitpunkt, ab dem sich der 250. Abonnent bei mir in die Fanbase eingeschrieben hat. Das bedeutet, sobald wir 250 Abonnenten zusammen haben, liebe Freunde, werdet ihr Zeuge eines absolut genialen Specials. Und das sage ich nicht nur so. Nein, es wird in der Tat fast episch. So viel sei verraten. Also, wenn euch gefällt, was ich hier produziere, einfach weitersagen. Weitersagen, 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 weitersagen. Und sobald wir 250 Superfans zusammen haben, lasst euch überraschen. Es lohnt sich auf alle Fälle. So viel dazu. Jetzt wieder In-Game-Spaß. Wir sind bei Vadim Satsimov. Inov, so rum. Mit dem soll ich sprechen. Aber der heißt doch hier Ukanov. Ist das ein Kollege? Ist der im Urlaub? Scheinbar ist der im Urlaub. Das wird hier die Vertretung sein. Jetzt muss ich jemanden töten. Tötet 12 hungrige Milben und erstattet danach Dobromir Letov Bericht. Mich würde es nicht wundern, wenn hier irgendwann auch noch Wladimir Klitschko auftauchen würde. Die Namen sind alle doch sehr Ostblock-lastig. Ist aber kein Wunder, wenn man weiß, wo das Spiel herkommt. Aber macht trotzdem Fun ohne Ende. Jesus Gott, was steht denn hier, ey? Zentrosos. Oh, er ist verschwunden. Zentrosos. Wenn das ein Spieler ist, hat er auf jeden Fall schon deutlich mehr Power als ich. Level 55, ich Level 6.
So viel dazu. Ja, wir sollten uns mal wieder konzentrieren. Wir haben ja auch schließlich ein bisschen was zu tun. Ich gehe jetzt mal hier zu Camille. Hallo Camille. Ich habe mich verirrt. Benutze das Uralt. Achso, Quest ist nicht verfügbar. Ich bin zu schlecht. Na gut, Camille, wir sehen uns zu einem anderen Zeitpunkt wieder. Ich habe ja hier noch was zu tun. Das Problem ist, offensichtlich kann ich diese Quest nicht durchführen. Naja, aber ich sehe hier genügend Leute, wie Alexei der Postmann. Diese Mail ist alt. Hilfe! Guck mal, was die alle schon für Viechers haben. So, Novograd-Helfer, der hat was zu tun für mich. Trefft die Lehrmeisterin für Schneiderei. Sprecht mit Valentina de Arder im Elfenbezirk von Novograd. Wollen wir doch mal gerne hinmarschieren. Wollen wir uns nicht länger aufhalten.